Also mit der Jugend, können wir anfangen. Also die Jugend wird von mir sehr ernst genommen, weil ich immer sage, wenn es Probleme gibt, dann können sie zu mir kommen, wenn sie zu uns kommen. Wir haben letztes Jahr ein neues Sportheim Jugendräume zur Verfügung gestellt für die katholische Landjugend. Also das macht keine Gemeinde, die hat Räume kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben das hier herrichten dürfen, die Kosten von den ganzen Material hat die Gemeinde übernommen. Sie haben nur das Ganze selber verwirklichen müssen. Und ich nehme die Jugend ernst, weil das ist die Zukunft in der Gemeinde, das ist in jedem Verein und sie dürfen jederzeit kommen. Also die Jugend wird auf alle Fälle ernst genommen. Kindergarten, Gruppen oder Plätze, das ist immer eine schwierige Sache, der Straße hat zum Teil schon gesagt, aber wir können planen über Baugebiete. Da müssen wir für Bauerzellen das ungefähr entstehen. Wir wissen, wenn man das hochrechnet, ja, mit ein, zwei Kindern, dann weiß man ungefähr von der Schülerzahl, von der Kindergartenkinderzahl, Krippezahl, was wir überhaupt nicht planen können, das sind einfach die Leerstände, was wir in den Ortschaften haben, sei es in Zischdorf, Langen, Freising oder in den anderen Ortsteilen. Wenn da mal verbaut wird, weil das liegt ja nicht in unserer Hand, sondern das liegt dann in der Hand der Eigentümer. Das ist das, was wir nicht planen können. Aber sonst das andere können wir von vorausschauen planen. Was wichtig ist, wir haben es in der Schule richtig gemacht. Wir haben einfach schon mal größer gebaut, als wir eigentlich die Regierung vorgebracht haben. Wir haben gesagt, wir bauen ein bisschen größer, das zählen wir drauf. Und sowas kann man mit der Zukunft. Den Kindergarten, die Krippe, wir planen in der Krippe und dann Kindergarten. Also größer bauen, Geld in die Hand nehmen, das haben wir jetzt in der Zeit. Das Seniorenzentrum, das war ein Projekt, da haben vorher die alle Themen schon angesprochen worden, da waren die Räume mit eingeplant für Gemeindebürger, für Senioren, für Jugendliche, für die Gemeinde ein Teil, da waren eigentlich alles mit drin, ein komplettes Konzept. Wir haben da manche Betriebe gehabt oder Betreiber, die was sie vorgestellt haben. Es waren immer Zeiten zwischen 14 und 16 Uhr. Es ist selber im Gemeinderat abends nicht vorgestellt worden. Das ist ein sehr gutes Konzept und ich finde, das gehört wieder raus, das gehört noch mal ein bisschen überarbeitet, weil ganz so gut was nicht umsetzen. Und dann werden wir das halt. Ja. Also ein Seniorenzentrum ist sicherlich nicht, aber dieses Konzept umsetzen in dieser Art von der Bauweise. Okay. Ich habe Herrn Strasser ja auch noch die Möglichkeit gegeben, zu diesen Sozialthemen, Familien und Senioren, noch etwas Allgemeines sagen zu dürfen. Denn da haben Sie Ideen, Konzepte in dem Bereich wichtig empfehlen? Also Familie, Jugend, Senioren, das sind ja, wir waren sehr viel unterwegs in der letzten Zeit, haben uns auch manche Konzepte angeschaut und wir haben uns ja beraten, welche Wohnungen entstehen können bei uns, die was man sich auch leisten kann. Und es gibt da vom Landkreis ein Konzept, das eine Stiftung macht, die suchen Grundstücke in der Gemeinde, wo die Gemeinde zur Verfügung stellt, dann haben die Mietpreise dementsprechend niedriger und die Gemeinde kann bis zu 70% der Wohnungen belegen. Das ist ein Konzept von Landkreis Wohnbau. Und ich bitte immer nur, dass die Gemeinden einen Grund zur Verfügung stellen. Das wäre natürlich in Langenpreise nicht auch was. Wir haben über das schon mal nachgedacht und das ist schon mal geredet worden. Seinerzeit unten im Baugebiet, da wo jetzt einige Wohnungen entstehen, entstanden sind. Ja, dann noch ein Mehrgenerationenhaus, das ist in Taufkirchen oder so ein Mehrgenerationenhaus, da wo die Senioren und verschiedene Familien drin wohnen, wo man Eigenversorgung. Das sind so Aspekte und das nächste, was dann möglich wäre, das Mietkaufen, das ist auch mehr so in einem sozialen Aspekt. Also das heißt, ich zahle eine Zeit lang, kaufe meine Wohnung durch eine Miete, dann zahle ich da 15 oder 20 Jahre Miete. Das ist praktisch schon eine Anzahlung und dann kann ich hergehen und sage, ich habe wieder Geld und dann kann ich die Wohnung kaufen, kann aber die Wohnung in der Zeit auch wechseln, wenn ich eine größere oder kleinere brauche. So was war dann gedacht in 1930.